Jo Leute, willkommen zurück zu Hashtag Frag. Heute die Frage, was ist die Rota 2? Und das ist kein Plan, wie man schreibt, doch genau so schreibt man so. Rota 2. Ja, richtig. Was ist die Rota 2? Herr D. Um eine Antwort zu bringen, die wirklich mit die jeder zufriedenstellend findet, muss ich sagen, es ist ein Höllenteil, das Ding. Anders kann man es nicht sagen. Ja. Es ist eine Maschine, um Leute zu quälen. Das ja. ist auch noch eine gute Antwort. Ein Folterinstrument ist es. Ja, im Prinzip ist es eine Abfüllanlage von der Firma Rota, deswegen auch der Name. Und das Teil hat so viel Probleme in so kurzer Zeit gemacht. Und es war halt absolut nicht überdacht, was da teilweise gewesen ist. Doch, das war alles überdacht. Ja, ich meine, man hätte vieles viel besser machen können, um ja. nicht in die Details reingehen zu müssen. Ja, ich sag mal so. Ich sag mal so, sie war besser als die Rota 1. Oh ja. Das möchte ich einmal anmerken. Man hätte halt einen ganzen Boden irgendwie verkleiden müssen da davon, weil wir doch hochaggressive Sachen damit gefahren haben. Schwefelsäure. Und zum Schluss hat man es halt gesehen gehabt, dass man hochaggressive Sachen gefahren hat. Ja. Die Maschine hat auch gerne mal immer wieder die Sachen zerquetscht. Mehr als einmal. Bei Schwefelsäure ist das halt so eine Geschichte. Schwefelsäure und Metalle verträgt sich nicht sonderlich gut. Außer Aluminium. Ja, selbst da. Nein, Aluminium würde das abhalten. Ist kein Problem. Ja, trotzdem ist es nicht das Optimale. Ja, ist richtig. Das ist richtig. Schwefelsäure lagert man am besten in einem Eiseneimer. Genau so, aber bitte nur 98%ige. Ja, ist kein Scherz. Das hat bei uns an einer Abschlussarbeit, in der Abschlusstechnikumsarbeit, hat das einer gebracht. Der ist zum Oleumfass, Neutralisation, ist der hingegangen. Und hat 98%ige Schwefelsäure hat er in den Stahleimer reingekippt. Das Ding hat angefangen zu rauchen, er guckt da blöd drauf. Und ich stand daneben in dem Augenblick, unten an meinem Filter, war schon am Abfiltern. Ich bin dann zu ihm hin, hab ihm das Ding aus der Hand genommen, hingestellt und hab ihn dann einfach mal zur Seite geschoben. Und da habe ich gesagt, guck mal genau hin, platsch. In dem Augenblick ging das ganze Ding runter. Für alle, die jetzt nicht so bewandert in Chemie sind, Oleum, 98%ige Schwefelsäure mit Metallen, löst die ein bisschen auf. Und zwar, da könnt ihr zugucken, wie da Lochfraß entsteht. Also wirklich, das Ding löst sich so auf, wie als wenn ihr Zucker in heißes Wasser werft. Also ihr werft in eine Wanne heißes Wasser, schmeißt ihr einen Zuckerwürfel rein. Das ist genauso schnell weg. So. Wobei man dann nicht zugucken sollte bei der ganzen Situation, weil doch das eine oder andere an Gasen dann dabei entstehen kann, was nicht gerade gesund ist. Das war total der Humbug, was er da gemacht hat. Er hätte da eigentlich mit einem Messzylinder hätte er dran gehen müssen, aus Plaste hätte er da hingehen müssen und damit das Ding abmessen müssen. Weil ich sag mal so 98%ige, ganz ehrlich. Mit Glas müsste es auch noch ganz gut gehen. Naja, ja, es geht noch. Thema, würde ich sagen. Ja, genau. Besser als ein Eimer aus Metall ist in dem Fall alles. Ja, Glas, Plaste, Aluminium würde noch gehen. Aber bitte nicht Metalle nehmen. Also wenn ihr Chemikant werden wollt und dann in der Abschlussarbeit eine Neutralisation mit Schwefelsäure habt, Grüße gehen raus an Herrn Friedrich, meinen Sicherheitsauszubildenden, Ausbilder. Der hat damals einen Tobsuchtsanfall bekommen, das glaubt ihr gar nicht. Das war schön. Haut's rein, bis dahin. Achso, Hashtag fragt kleine Evo, fragt den D, falls ihr Fragen habt. Und dann haut's rein. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao, ciao.